Es ist Zeit. Solche Festtage immer eine ganz große Rolle. Unter dem Schutz des Tagesheiligen wird die Schlacht. Niemand soll dem anderen vorauseilen, auch wenn er das schnellere Pferd hat. Deckt euch gegenseitig mit den Schilden und empfangt so die ersten Pfeile des Feindes. Heinrich selbst führt seine Krieger in die Schlacht. Mit dabei die heilige Lanze, sein kostbares Siegeszeichen. Viele Jahre hat Heinrich auf diesen Tag gewartet. Genügend Zeit, um die Taktik des Feindes genauestens zu studieren. Wartet! Lasst sie kommen! Bislang hatten stets die Ungarn das Überraschungsmoment auf ihrer Seite. Jetzt dreht Heinrich den Spieß um. Der König startet mit einem Täuschungsmanöver. Er lässt einen kleinen Trupp seiner Fußsoldaten gegen die Ungarn antreten, die alte, unzulängliche sächsische Kampftechnik simulieren. Heinrichs Plan geht auf. Die Ungarn reiten in die Falle. Ganz ruhig! Denn jetzt lässt Heinrich seine schweren Panzerreiter aus ihrer Deckung heraus auf den Feind losstürmen. Von der unerwarteten Attacke völlig überrumpelt, ergreifen die Ungarn die Flucht. Heinrich lässt sie ziehen. Seine Panzerreiter haben gegen die ausdauernden Steppenpferde der fliehenden Ungarn keine Chance. Die Zahl der getöteten Feinde hält sich in Grenzen. Und nüchtern betrachtet verdient die Auseinandersetzung von Riade nicht einmal die Bezeichnung Schlacht. Trotzdem ist die Signalwirkung.